Слава нашему Богу. Preis unserem Herrn. В эти дни мы вспоминаем то, что произошло 2000 лет тому назад. An diesen Tagen erinnern wir uns an das, was vor 2000 Jahren geschah. И это самое важное событие в истории человечества, то, что произошло. Und das sind die wichtigsten Ereignisse, die in Menschengeschichten geschahen. Это самое важное событие, самая большая цена, которая только была заплачена за нас с вами. Das ist der größte Preis, der überhaupt jemals für uns Menschen bezahlt worden ist. Das ist der größte Ereignis. Когда мне попросили сказать слово, und als ich gebeten wurde, das Wort zu sprechen, на эту тему, also zu diesem Thema, знаете, я волнуюсь до сих пор, wisst ihr, ich bin immer noch aufgeregt. Потому что мне хочется, чтобы Дух Святой помог хотя бы чуть-чуть, чтобы мы посмотрели то, что произошло на Голгофе. Weil ich möchte, dass der Heilige Geist mir hilft, dass wir zum Teil wenigstens sehen können, was auf Golgatha geschah. Через что пришлось пройти Иисусу Христу? Wodurch musste Jesus alles durchgehen? Was musste alles durchmachen? Какое отвержение от людей? Also welche Verachtung von Menschen, Abneigung? Какое презрение? Ja, welche Verachtung musste er durchmachen? Только что пару дней назад его встречают как царя в Иерусалиме. Noch vor ein paar Tagen wird er als König, also aufgenommen in Jerusalem. Толпа людей кричат «Осана». Also große Menschenmenge, die schreiben, also Hosiana. Благословен грядущий во имя Господне. Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Все говорят, это наш царь. Und alle sagen, das ist unser König. Он Лазаря вывел из гробницы. Er hat den Lazarus, also auferweckt, aus dem Friedhof. Он много чудес сделал. Er hat viele Wunder gemacht. Он наш царь. Er ist unser König. Ему режут пальмы ветви, ложат под его ноги. Die Palmenzweige werden abgeschnitten, vor seinen Füßen gelegt. Снимают себе одежды, ложат под ноги Иисуса Христа. Sie ziehen ihre Kleidung aus und legen das zu Füßen vor Jesus Christus. Ученики радуются. Die Jünger freuen sich. Дети поют. Die Kinder singen. Только фарисеям это не нравилось. Aber nur den Pharisäern, der hat das nicht gefallen. Я представляю чувства Иисуса Христа. Und ich stelle mir vor, welche Gefühle hat Jesus Christus gehabt? Ведь он знает, что будет через пару дней. Er weiß doch, was in ein paar Tagen geschehen wird mit ihm. Та же самая толпа. Die gleiche Menschenmenge, которые встречают его как царя, den hier empfangen wie einen König. Они будут кричать, распни его. Sie werden schreien, kreuzige ihn. Они будут кричать, это преступник. Sie werden schreien, das ist ein Verbrecher. Будут кричать, он лжемессия. Der ist ein falscher Messias. Будут говорить, кровь его на нас и на детях наших. Und die werden sogar sagen, das Blut möge auf uns sein und auf unseren Kindern. Этим самым запросили на себя великое проклятие. Und damit haben sie auf sich selber den Fluch erbeten. И вот Иисус Христос. Und nun Jesus Christus. Принимает вечерю Господню вместе с учениками. Der hat dieses letzten Abendmahl zusammen mit seinen Jüngern. Знает, что вот-вот сейчас уже начнется. Und er weiß, jetzt bald, jetzt geht es los, es fängt an. Он говорит своим ученикам. Und er spricht zu seinen Jüngern. Вы все оставите меня в эту ночь. Diese Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Он говорит своим друзьям. Und er sagt zu seinen Freunden. Братья мои. Meine Brüder. Вы мои друзья. Ihr seid meine Freunde. В эту ночь вы все меня оставите. Aber diese Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Ученики не могут понять это. Die Jünger können das nicht verstehen. Петр говорит Иисус. Und Petrus sagt, Jesus. Ты же меня знаешь. Du kennst mich doch. Ты можешь положиться на меня. Du kannst mich auf mich verlassen. Никогда тебя не отрекусь. Ich werde niemals mich von dir lossagen. Я готов на смерть за тебя. Ich bin sogar bereit, für dich in den Tod zu gehen. Может, другие ученики, они, может, слабые. Ja, vielleicht andere Jünger, die sind schwach, ja. Но не я. Aber nicht ich. Три раза в эту ночь отречешься от меня, говорит Иисус. Jesus sagt zu ihm, dreimal in dieser Nacht wirst du dich mich verleugnen und von mir absagen. Три раза. Dreimal. Но он не мог это поверить. Aber er konnte daran selber nicht glauben. И вот после вечери. Und nach dem Abendmahl. Они идут на Елеонскую гору. Da gehen sie auf den Ölberg. Это молитва. Und dieses Gebet. Самая важная молитва Библии. Das ist das wichtigste Gebet in der Bibel. Иисус знает, что
Весь ад уже восстает на него. Er weiß, dass die ganze Hölle sich gegen ihn aufgerichtet hat. Иисус знает, что ждет его впереди. Jesus weiß, was ihn erwartet im Voraus. Страшные мучения. Also furchtbare Qualen. Страшные страдания. Also schreckliches Leiden. Когда его родной народ, они предадут его. Wo sein eigenes Volk ihn verraten wird. Людям, которым он служил. Den Menschen, denen er gedient hatte. Людей, которых он исцелял. Den Menschen, die er geheilt hatte. Он знает, что ему через это надо пройти. Und er weiß, wodurch er alles durchmachen muss. И перед тем, как пройти, und bevor er das durchgehen muss, он идет молиться. So geht er erstmal ins Gebet. Это для нас урок еще, братья и сестры. Das ist für uns auch eine Lehre, Brüder und Schwestern. Если для тебя что-то ждет, какой-то тяжелый завтрашний день, и ты знаешь это. Wenn dich morgen ein schwerer Tag erwartet und du weißt davon Bescheid, иди молись, so geh hin und bete, как сам Иисус сказал, so wie Jesus selber gesagt hat, чтобы не впасть в искушение, damit man nicht in Versuchung kommt. И вот 26 глава Матфея. Und Matthäus, Kapitel 26, с 36 стиха. Ab Vers 36. Потом приходит с ним Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите, пока я пойду помолюсь там. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. И взял с собой Петра и обоих сыновей Заведеевых, начал скорбеть и тосковать. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute es sehr. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со мною. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Иисусу настолько тяжело было, es war so schwer für Jesus gewesen, что он просит Петра, Иакова и Иоанна. So bittet er Petrus, Jakobus und Johannes. Друзья мои, помолитесь за меня. Er sagt, meine Freunde, betet für mich. Вместе со мною. Zusammen mit mir. Никогда Иисус этого не просил. Niemals hat Jesus um so etwas gebeten. Мы читаем в Евангелии, что Иисус очень много молился, ночами молился. Wir lesen im Evangelium, dass Jesus sehr viel gebetet hatte. Er hat sogar die ganze Nächte durchgebetet. Он никогда не просил, чтобы кто-то поддержал его в молитве. Er hat niemals gefragt oder gebeten, dass ihn jemand soll unterstützen im Gebet. Но здесь настолько ему было тяжело. Aber in diesem Fall war es so schwer für ihn gewesen. Настолько большое давление было на него. So ein großer Druck lastete auf ihn. Весь сатана, весь ад восстал против него. Der Satan und die ganze Hölle ist gegen ihn. И здесь он сам говорит, что душа моя скорбит смертельно. Und er sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Написано 37 стих, он начал скорбеть и тосковать. Und er steht in Vers 37 geschrieben, und er fing an betrübt zu werden und es graute ihm sehr. Это настолько большое борение было, большая борьба духовная. Das war so ein geistlicher, innerlicher Kampf gewesen. Лука говорит, что пот его был вместе с кровью выходил из его лица. Und Lukas beschreibt das so, dass sein Schweiß war vermischt mit Blut. Wie Blut war das? Вы знаете, никто из нас из этого еще не проходил. Wisst ihr, keiner von uns hat so etwas durchgemacht wie Jesus. Может, кто-то говорит, я в депрессии, мне настолько тяжело. Wir sagen vielleicht manchmal, ich bin so in Depression und mir so schwer auf dem Herzen. Но Иисус прошел намного больше боли, он претерпел здесь. Aber Jesus hat viel mehr durchgemacht, viel mehr Schmerzen als wir. Душа моя скорбит смертельно. Это тоже смерть, прямо смерть приближалась к нему. Also meine Seele ist betrübt bis zu dem Tod. Also der Tod war ganz nah am Jesus gewesen. 39 стих. Vers 39. И отошедший немного пал на лицо свое. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht. Пал на лицо свое. Er ist gefallen auf sein Gesicht. Настолько было тяжело. So schwer hat er das gehabt. Братья и сестры. Брüder und Schwestern. Он не мог молиться стоя. Er konnte nicht beten im Stehen. Он не мог даже на коленях молиться. Er konnte nicht mal gekniet, also im Kniezustand beten. Его не было просто сил это сделать. Er hat einfach gar keine Kraft gehabt, das zu tun. Он написал, он отошел и прямо на лицо упал. Er steht geschrieben, der ging weg und ist auf sein Gesicht gefallen, auf Кому Boden. Из вас так было тяжело? Wer von euch hat jemals so schwer gehabt? Когда последний раз вы падали на лицо свое, молясь Богу? Wann hast du letztes Mal, wenn du gebetet hast, auf dein Gesicht gefallen? Иисус auf Boden. Это прошел за меня и за тебя. Und Jesus ist diesen Weg durchgegangen für mich und für dich. И начал, он написано, начал молиться, Отец Небесный. Und er steht geschrieben, er betete, mein Vater. Если возможно, да минует чаша моя сия, впрочем, не я хочу, а как ты хочешь.
Ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus знал, для чего он пришел. Jesus wusste, wozu er gekommen ist. Он знал, что он должен заплатить эту цену. Er wusste, er musste diesen Preis bezahlen. Великое искупление от грехов. Eine große Erlösung der Sünden stand bevor. То, что Адам потерял. Das, was der Adam verloren hatte. То, что Адам передал дьяволу эту власть, силу. Was der Adam diese seine Macht an Teufel weitergegeben hat, diese Macht der Sünde. Через грех, через грехопадение. Durch die Sünde, durch den Sündenfall. И большое проклятие пришло на землю. Und ein großer Fluch kam über die ganze Erde. Грех – это очень страшная болезнь. Also die Sünde, das ist eine schreckliche Krankheit. Грех несет смерть, поражение. Also die Sünde trägt mit sich den Tod und eine Niederlage. Болезни, проклятие. Krankheit und die Flüche. И самое страшное, что несет грех. Und das Schlimmste, was die Sünde mit sich trägt, das ist von, also auf Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Und Jesus musste diesen Weg durchgehen, dass er das auf sich alles nimmt. Der ist dieser Lamm Gottes geworden. Und den Johannes war das offenbart gewesen durch den Heiligen Geist. Er sagt, da sieh, da ist das Lamm Gottes, der der Last der Welt auf seinen Schultern trägt. Иисус начинает брать эти грехи всего мира. Und hier fängt Jesus an, die Sünde der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Это настолько тяжелая ноша. Und das ist so eine schwere Last. Это настолько грех страшный. Und dieser Sünde, der ist so schrecklich, so такую grauenhaft. Цену Иисус Христос должен пройти и заплатить. Und Jesus musste diesen Weg gehen und diesen Preis bezahlen. Что он даже молится, Отец Небесный. Dass er sogar betet, mein Vater im Himmel. Я знаю, что я должен через это пройти. Ich weiß, ich muss diesen Weg durchgehen. Но если возможно, да минует меня чаша сия. Aber wenn es möglich ist, möge dieser Kelch, diese Last an mir vorübergehen. Но не как я хочу, Господь. Aber Herr, nicht so wie ich will. Но как ты хочешь. Sondern wie du es möchtest. Три раза он молился такой молитвой. Dreimal hat er auf diese Art gebetet. Чтобы Господь, если возможно. Herr Gott, wenn es möglich ist. Но я должен через это пройти. Aber ich muss durch das durchgehen. И он все предал в руки отца. Und so hat er alles in die Hände seines Vaters übergeben. И пришли эти воины, Иуда. Und dann kamen diese Soldaten, Judas kam. Они взяли его. Sie haben ihn gefangen genommen. И повели на суд. Und so haben sie ihn zum Gericht gebracht. Und wir wissen alle diese Ereignisse, die danach geschahen. Wo eins nach dem anderen, jeder ist gegen Jesus gegangen. Иуда, который ходил вместе с Иисусом, Judas, der zusammen mit Jesus gewandelt ist, он продает его за 30 серебряников. Er verkauft ihn für 30 Silberstücke. Это время была цена раба. Das war damals also ein Preis eines Sklaven. Вот как оценил Иуда. Also da, so wurde der Jude, so hat den Jude geschätzt. Ученики, написано, ученики, они все убежали. Und es steht geschrieben, der Jünger, die sind alle weggelaufen. Я представляю чувства Иисуса. Ich stelle mir die Gefühle von Jesus vor. Когда он смотрит на учеников. Wo er schaut auf seine Jünger. Друзья, вы же мои друзья. Ihr seid doch meine Freunde. Вы мои братья. Ihr seid meine Brüder. Куда вы уходите? Wo geht er hin? Только что вы говорили, что вы пойдете, вы будете вместе со мной. Jetzt erst habt ihr gesagt, ihr werdet mit mir bleiben. И они все оставили. Und sie haben ihn alle verlassen. Страх пришел в их жизнь, их жизнь. Furcht kam in das Menschenleben. Повели Иисуса Христа. Und so haben sie Jesus abgeführt. И вот Петр издали смотрит, что произойдет дальше. Und Petrus schaut von ferne, was wird weiter geschehen. Ничего не понимая, что происходит. Er versteht überhaupt gar nichts, was abläuft. И вот одна женщина. Und da ist eine Frau. Маленькая женщина. Eine kleine Frau. Подходит к Петру. Sie kommt zu Petrus. И интересно, 26:69. In Vers 69, gleich im Kapitel. Петр сидел вне, в дворе, и подошла к нему одна женщина, сказала, и ты был с Иисусом. Петрус aber saß draußen im Hof, und eine Magd trat zu ihm, но, und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Но он отрекся перед всеми, сказал, не знаю, что ты говоришь. Er aber leugnete von allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Мы можем осуждать сегодня Петра или учеников. Wir können vielleicht heute Petrus verurteilen oder die Jünger verurteilen. Но мы посмотрим в Исаия потом. Aber wir werden später auch Jesaja betrachten. Исаия говорит, это мы все. Jesaja sagt, das sind alle wir. Это мы такие люди. Das sind wir, die Menschen, die so sind. Когда приходит такое давление. Wenn so ein Druck auf einen zukommt. Мы можем отречься. So können wir uns absagen, lossagen. Петр.
Petrus испугался этой женщины. Hat Furcht gehabt von dieser Frau. И он написано, отрекся перед всеми. Und da steht geschrieben, dass er sich von allen abgesagt hat, vor allen Menschen. И дальше мы читаем, еще одна женщина подошла. Und dann lesen wir, da kam sogar noch einmal andere Frau. И она также говорит, и ты был с Иисусом. Und sie spricht genauso, du warst ja auch mit Jesus. И написано, und es steht geschrieben, он клянется, я клянусь, не был. Und er schwört sogar und sagt, nein, ich war es nicht. Потом другие люди приходят. Und dann kommen sogar andere Menschen. И говорит, ты был с Иисусом. Auch du warst mit Jesus. Уже третий раз. Das ist schon das dritte Mal. И Петр. Und Petrus. Говорит страшные слова в свою жизнь. Und Petrus sagt solche schreckliche Wörter auf sein eigenes Leben. Он написал, он говорит, я клянусь, он клянется и божится. Also er verspricht vor Gott. Написал 74 стих. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает этого человека. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Это страшные слова, дорогие друзья. Also, liebe Freunde, das sind schreckliche, grausame Worte. Если был какой-то суд, in so einem Fall, wenn es zum Beispiel irgendein Gericht stattfand, и человек, который сделал какое-то зло, und ein Mensch, der etwas Böses getan hatte, и он говорит, что я этого не делал. Und wenn er sagt, ich habe so etwas nicht getan. Он говорит, я клянусь. Und er sagt, ich schwöre. И призывает имя Божие в эту клятву. Und zu diesem Schwur ruft auch den Namen Gottes an. То если ты обманываешь. Wenn du in diesem Fall gelogen hättest, великое проклятие приходит на такого человека. So kommt ein großer Fluch auf diesen, über diesen Menschen. И это то, что сделал Петр. Und das ist hier, was Petrus getan hat. Но слава Богу, забегая наперед. Aber preis dem Herrn, ich sage das schon im Voraus. Он покаялся. Er hat Buße getan, sich bekehrt. И когда после воскресения Иисус встретил его. Und als Jesus ihn nach der Auferstehung schon getroffen hat. Чтобы разрушить это страшное проклятие, которое Петр своими словами навлек на себя. Dass er diesen Fluch zerstört, der Petrus selbst auf sich aufgezogen hat. Три раза. Und er sagt dreimal ab. Петр сказал три раза, любишь ли ты меня? Und er hat zu Petrus gesagt dreimal, liebst du mich, и Johannes? Это было настоящее покаяние. Und das war echte Bekehrung. Итак, дальше что происходит с Иисусом? Und weiter, was geschieht mit Jesus? Его ведут на суд. Er wird zum Gericht gebracht. Его бичуют. Er wird geschlagen, gefoltert. Все отрекаются от него. Alle sagen sich von ihm ab. Над ним насмехаются, плюют его. Er wird ausgelacht, er wird bespuckt, angespuckt. Ведут перед Пилатом. Und sie führen ihn zum Pilatus vor. Пилат, дай слово, он должен умереть. Pilatus, du sollst ein Ja-Wort geben, damit er stirbt. Пилат видел, что его продают из-за зависти. Und Pilatus hat gemerkt, dass er wird verraten aus Eifersucht, aus Neid. Он пытается как-то там, чтобы освободить Иисуса. Ja, und er versucht irgendwie Jesus davon zu befreien. Какое зло он сделал? Was hat er Böses getan? Чтобы предать на распятие. Damit man ihn zum Kreuzigung führt. На распятие это было, это только предавали самых страшных преступников. Also zur Kreuzigung wurden damals die schlimmsten Verbrecher nur geführt. Даже римским гражданам нельзя было казнить такой, чтобы на крест распинать. Ja, und die römischen Bürger, die waren davon ausgeschlossen, durch diesen Tod zu sterben. Sie durften nicht gekreuzigt werden. Какое зло он сделал? Was hat er für Böses getan? Распни его, начали кричать. Und der Mann fing zu schreien, kreuzige ihn. И он пытается хотя бы как-то освободить Иисуса. Ja, und er unternimmt alles, irgendwie Jesus davon zu befreien. Он приводит Иисуса перед этой толпой. Und er bringt Jesus vor diese ganze Menschenmenge. И перед тем, как распинать, надо было бичевать и сбивать человека до полусмерти. Und bevor man einen Menschen gekreuzigt hatte damals, man musste ihn halbtot schlagen erstmal. И он приказывает, чтобы Иисуса Христа бичевали. Und er befiehlt, dass Jesus soll ausgepeitscht werden. И эти люди, которые кричали вчера, позавчера, «Осанна, наш царь!» Und diese Menschen, die vorgestern noch geschrien haben, «Hosianna, unser König!» На их глазах избивают Иисуса до полусмерти. Also in ihrem Dabeisein, in ihren Augen wird Jesus halbtot zugerichtet. Какая жестокость людей! Also welche Furcht von Menschen! И Пилат смотрит на это. Und Pilat schaut da drauf. И он думает, может, я удовлетворю эту толпу вот таким наказанием. Und er denkt, vielleicht durch diesen Auspeitschen werde ich den Menschen befriedigend hinstellen. Может, эта толпа скажет, все хорошо, наказали Иисуса, пускай живет дальше. Vielleicht wird die ganze Meute sagen, ja, okay, Jesus wurde jetzt bestraft, er wurde jetzt geschlagen, jetzt kann man ihn ja freilassen. Но толпа кричит, нет. Aber die ganze Meute schreit, nein, распни его. Kreuzige ihn. И вдруг Пилат, он вспоминает, есть такой обычай на Пасху. Und plötzlich erinnert sich Pilatus, es gibt ja so eine Tradition zu Passa, что я как Пилат, я как царь. Ich als Pilatus, als König. Я имею право одного преступника освободить на Пасху. Ich habe das Recht, einen Verbrecher zu Passa freizulassen. Любого преступника. Egal welchen Verbrecher. И он вспоминает,
Варава. Ja, und erinnert sich an Barabbas. Который сделал большое преступление. Der ein großes Verbrechen begangen hatte. Людей убил. Der hat Menschen gemordet. И он говорит толпе. Und sagt zu dieser ganzen Menschenmenge, zum Volk. Давайте я отпущу Иисуса или Вараву. Ja, wem soll ich freilassen, Jesus oder Barabbas? И вара, и народ кричит. Und das Volk schreit. Вараву освободи. Lass Barabbas frei. Иисуса на распятие. Aber Jesus soll gekreuzigt werden. И Пилат видит, что уже нет никакого шанса. Und Pilatus sieht, er hat gar keine Chancen mehr. Он берет воду. So nimmt er das Wasser. Он умывает руки. So wäscht er sich seine Hände. И говорит, я чистый. Sagt er, ich bin rein davon. Ich bin. Может, даже он перед Богом говорил. Vielleicht hat er sogar so irgendwie vor Gott gesprochen. Я все сделал, чтобы освободить этого. Vielleicht sagt er Gott, ich habe alles getan, um Jesus frei zu bekommen. Ich habe ausgeschöpft alle meine Möglichkeiten. Aber das Volk schreit. Wenn du nicht Jesus kreuzigen wirst, so können sie Aufstand machen und dann wer weiß, was alles geschieht. Und so gibt er sein Einverständnis. Der Barabbas wird freigelassen, denn den Mörder. Зло. Das Böse. Почему люди сегодня говорят? Почему столько много зла? Die Menschen sagen heute, warum gibt es so viel Böses? Почему столько войн? Почему столько много несправедливости? Warum so viel Kriege? Warum so viel Ungerechtigkeit? Потому что мы выбираем Вараву. Weil wir wählen den Barabbas aus. Не Иисуса, но Вараву. Nicht Jesus, sondern Barabbas. Итак, Иисуса ведут на распятие. Und so wird Jesus geführt zur Kreuzigung. Распинают его между разбойниками. Er wird gekreuzigt zwischen zwei Verbrecher. И даже будучи в такой агонии, в таких страданиях. Und obwohl er in diesem Feuer sich befindet, in diesem Leid befindet. Уже когда его распинают. Da wo er schon gekreuzigt wird. Он молится: Отец небесный, прости, потому что не знаю, что делает. Er betet und sagt: Himmlischer Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Уже его распяли. Er ist schon gekreuzigt. Тяжелые страдания. Also schwere Leid. И он посмотрел, мама его стоит. Und er schaute, seine Mutter steht noch, seine И он Mama. Говорит Иоанну, это твоя мама, позаботься und, о ней. Und er sagt zu Johanne, sieh, das ist deine Mutter, kümmere dich um sie. В таких страданиях он все равно никакой злобы нету. In diesem Leid hat er immer nichts Böses an sich. Как Исаия говорит, как агнец был заклан. Wie Jesaja sagt, wie ein Schaf, das geführt ist zur Schlachtbank. Он заботится о своей маме. Er sorgt sich um seine Mutter. И также мы видим, что он там же и разбойника одного спасает на кресте. Und wir sehen, dass auch ein Verbrecher am Kreuz wird auch gerettet. И когда все это произошло, und als das alles geschah, он висит на кресте. Er hängt am Kreuz. И вся толпа так и никак не могут понять, что произошло. Und das ganze Volk, die immer noch nicht verstehen, was jetzt geschah. Какое страшное зло они сделали. Also welches schreckliches Boshaftige haben sie jetzt eingerichtet. Они одевают на него терновый венец. So ziehen sie auf ihn seine Dornenkrone an. Das ist auch ein Symbol des Fluches. Und er hängt am Kreuz. Und das ganze Volk fängt wieder an, also wieder diese Schikane mit ihm zu treiben. 27, Kapitel 27, Vers 39 steht geschrieben. Написано, проходящие же злословию, кивая головами своими. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten den Kopf. Говоря, разрушающий храм, три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста. Und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Это мы. Das sind wir. Это не просто были евреи. Das waren nicht einfach nur Juden gewesen. Это все люди, вот так отвергли Иисуса Христа. Das sind alle Menschen insgesamt, die Jesus verworfen haben. Он же умирает. Er ist schon am Sterben. И они говорят, если ты сын Божий, сойди с креста. Und die sagen zu ihm, wenn du Sohn Gottes bist, so steige vom Kreuz herab. Написано 41 стих, что даже старейшины, первосвященники и старейшины, книжники и фарисеи насмехались над ним. Und es steht in Vers 41, gleichweise spotteten aber auch die obersten Priester samt der Schriftgelehrten und Ältesten. Фарисеи и старейшины. Also Priester, Schriftgelehrten und Ältesten. Книжники. Ja, Schriftgelehrten. Ну ладно, эта толпа не понимает, что они делают. Ja, vielleicht ist das Volk, was nicht weiß, was es das tut. Ну старейшины, от вас же закон, вы мудрые. Aber ihr Ältesten, von euch kommt das Gesetz, ihr seid doch die Weisen. Первосвященники, фарисеи, вы же проповедовали Тору.
Also Priester und Schriftgelehrten, ihr habt doch das Tora, das Gesetz verkündigt. Вы должны знать пророчества все эти. Ihr müsst doch wissen, alle Prophezeiungen, die da drin stehen. И какая ужасная ситуация. Und welche eine schreckliche Situation. Написано, они идут и смеются. Sie gehen und sie lachen ihn Кровь aus. Течет Иисуса Христа. Das Blut läuft bei Jesus. И книжники, фарисеи, они насмехаются. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die lachen ihn aus. И говорят, других спасал, себя самого спаси. Du hast die andere gerettet, rette dich selbst. 43 стих. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его. Er hat auf Gott vertraut. Der befreien jetzt. Как это тяжело слушать. Wie schwer ist das zuzuhören. Ты же уповал на Бога. Du hast doch auf Gott vertraut. Пускай тебя спасет. Dann möge er dir jetzt auch helfen oder retten. И даже 44 стих написано, и разбойники распятые с ним поносили его. Und Vers 44, ebenso schmähten auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Но вы разбойники. Ja, aber ihr Verbrecher, Räuber. Вы сами умираете. Ihr seid doch selber am Sterben. Настолько жестоки сердца людей. So waren die Menschenherzen verbittert. Что даже эти разбойники и то начинают, говорит, смеяться, поносить его. Sogar, dass die Räuber haben angefangen zu lachen und ihn zu verhöhnen. И далее самое страшное. Und das Schrecklichste dabei, 45 стих. Vers 45. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Страшные события. Also schreckliche Ereignisse. Три часа. Drei Stunden. Солнце не могло смотреть на то, что произошло. Die Sonne konnte nicht schauen, was da auf der Erde geschah. Все творение, Иисус. Все сотворил ты это. Die ganze Schöpfung, alles, was Jesus erschaffen hat, die ganze Natur. Природа, его творение, солнце не могли смотреть на то, что произошло, сделали люди. Die ganze Schöpfung, die Natur, die Sonne, die konnten nicht darauf schauen, was da geschah. 46 стих. Vers 46. Вот самое страшное, чего боялся Иисус. Das ist das Schlimmste, was Jesus befürchtet hatte. Иисус не так боялся, что на него будет плевать и бичевать. Er hat sich nicht so gefürchtet, dass er bespuckt werden und ausgepeitscht wird. Что его будет пинать и плевать его в сторону. Dass er angespuckt wird. Иисус не так сильно боялся, что его будет убивать и бичевать до полусмерти. Jesus hat sich nicht davor gefürchtet, dass er halb tot geschlagen wird. Вот чего самое страшное было пройти Иисусу Христу. Also das ist hier das Schlimmste, was Jesus durchgehen musste. 46 стих. Vers 46. Около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme. Или, или, лама самофани. То есть, Боже мой, для чего ты оставил меня? Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Вот почему Иисус Христос молился и скорбил там в Гефсиманском саду. Deswegen hat Jesus in Gethsemane so gelitten und so gebetet. Он знал, что все его оставят. Er wusste, er wird von allen verlassen werden. Всех людей, которые он проповедовал и исцелял, они оставят его. Allen Menschen, den er geheilt hat und gepredigt hat, sie werden ihn alle verlassen. Его друзья, ученики оставят его. Seine Freunde, seine Jünger, sie werden ihn verlassen. Старейшины, фарисеи предадут его. Also die Ältesten und Schriftgelehrten werden ihn verlassen. Он останется один. Der wird komplett alleine bleiben. Но самое страшное. Aber das Schrecklichste, Schlimmste что даже davon, Отец Небесный, он не мог смотреть то, что происходит там. Dass sogar der himmlische Vater konnte nicht darauf schauen, was dort geschah. Он был оставлен. Er wurde verlassen. Отцом своим небесным. Von seinem himmlischen Vater. Чтобы вот что такое грех. Das Sünde, was sie bedeutet. Братья и сестры, Brüder und Schwestern, я сейчас хочу вам сказать очень серьезно. Ich möchte euch etwas ganz Ernstes sagen. Передайте это всем. Also berichte das allen Menschen. Что самое страшное, не просто умереть физически. Das Schlimmste ist nicht einfach körperlich zu sterben. Самое страшное, быть оставленным Богу на веки вечные. Das Schlimmste ist, von Gott auf Ewigkeit verlassen zu werden. Иисус знал, он на три дня только будет оставленным Богом. Jesus wusste, er wird nur für drei Tage von Gott verlassen что werden. Он пойдет, сойдет в ад и заплатит эту большую цену. Er wird in der Hölle gehen und er wird diesen Preis bezahlen. Чтобы забрать ключи ада и смерти у дьявола. Damit er den Schlüssel des Todes von Satan wegnimmt, dass er seine Macht zerstört и принеси вечное искупление. Und dass er diese ewige Erlösung auf der Erde bringt. Только на три дня. Nur für drei Tage. Знаешь, на третий день он воскреснет. Er wusste, am dritten Tag wird er auferstehen. И для него это было так тяжело. Und für ihn war es so schwer, быть оставленным Богом только на три дня.
Also von Gott verlassen werden innerhalb von 3 Tagen. Ни один человек, который сейчас живет на нашей земле. Kein Mensch, der jetzt auf dieser Erde lebt. Он не оставлен Богом. Er ist nicht von Gott verlassen. Сами страшные преступники, террористы и убийцы. Die schlimmsten Verbrecher und Mörder und Terroristen. Пока они живут на этой земле, еще дышат. Solange sie auf dieser Erde leben, noch atmen. Они еще не оставлены Богом. Sind von Gott noch nicht verlassen. Но самое страшное, когда человек умирает без Бога. Aber das Schlimmste ist, wenn ein Mensch stirbt ohne Gott. Когда человек в грехе умирает. Wenn ein Mensch in der Sünde stirbt. И уходит навеки в вечный ад. Und er geht in der Ewigkeit, in die Hölle. И он будет оставлен небесами Богом. Und er wird von Gott verlassen, von Himmel verlassen. Не на 3 дня. Nicht für 3 Tage. Не на 3 года. Nicht für 3 Jahre. Не на 300 лет. Nicht für 300 Jahre. Не на 3 миллиона лет. Nicht für 3 Millionen Jahre. Но на веки вечные. Sondern für auf die Ewigkeit. Такую большую цену заплатил Иисус Христос за меня и за тебя. So einen großen Preis hat Jesus für dich und für mich Слава bezahlt. Слава нашему Богу. Preis unserem Gott dafür. Не будем смотреть в Исаии, давайте еще и Ефесянам посмотрим. Lass uns Исаии nicht schauen, sondern nur Epheser anschauen. Как это говорит апостол Павел? Wie spricht hier Apostel Paulus? Ephesians 2, глава, несколько стихов прочитаем. Epheser Kapitel 2, einige Verse. 2 глава. Kapitel 2. С 11 стиха. Ab Vers 11. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанным плотским обрезанием, совершаемым руками. Darum denk daran, dass ihr, der einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, der am Fleisch mit der Hand geschieht. Вот Апостол Павел говорит, помните. Und Apostel Paulus sagt, gedenk daran. Вчера у нас была вечеря Господня. Gestern haben wir das Abendmahl des Herrn gehabt. И мы вновь вспоминали то, что произошло на Голгофе. Und wir haben uns wieder erinnert, das, was am Kreuze geschah. И Писание говорит, что мы никогда не должны это забывать. Und die Schrift sagt, wir sollen das niemals vergessen. Какая цена была заплачена. Was für ein Preis wurde bezahlt. И Апостол Павел это напоминает их весь и другим церквям. Und Apostel Paulus berichtet hier an alle Gemeinde, man soll daran gedenken. Цените то, что вы имеете. Also schätzt das, was ihr habt. Всегда благодарите Бога за крест, за Голгофу. Dankt immer den Herrn für Golgatha, für das Kreuz. Вот что он говорит, 12 стих. Und was spricht er hier im Vers 12? Что вы были в то время без Христа. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Что такое быть без Христа? Was bedeutet, ohne Christus это zu sein? Это навеки быть погибшим. Dass auf Ewigkeit verloren это zu sein. Это никакого шанса на спасение. Das heißt, gar keine Chance mehr auf Errettung. Это все просто ад и все. Das ist einfach nur mit einem Wort eine Hölle und nichts anderes. Что-то вот что значит без Христа. Das bedeutet ohne Christus. Отчужденный от общества израильского. Also ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. То есть отвергнутый. Das heißt Verworfene. Вы язычники. Ihr Heiden. Если вы в то время были не евреями. Aber als ihr damals keine Juden wart. То у вас нет никакого шанса на спасение. So habt ihr gar keine Chance für eine Rettung. Вы навеки погибшие. Ihr seid für Ewigkeit verloren. Но благодаря Иисусу Христу. Aber dank Jesus Christus. Вы сегодня уже свои. So sind wir seine eigene. Что еще говорит Павел? Was sagt Paulus noch? Чужды завета в обетовании. Fremden den Bündnissen der Verheißung, den Versprechungen. Чужие, без обетования. Das heißt, wir sind Fremde, ohne irgendwelche Versprechen. То есть опять нету никакого шанса. Das heißt, wiederum, gar keine Chance. Если нету Иисуса, все, вы навеки погибшие. Wenn Jesus nicht da ist, seid ihr für Ewigkeit verloren. Ефесская церковь, помните это, не забудьте никогда. Gemeinde zu Epheser, denkt daran und vergisst es niemals. Что еще он говорит? Was sagt er noch? Не имели надежды. Ihr habt keine Hoffnung. Никакой надежды вы не имели. Ihr habt gar keine Hoffnung. Если нет Иисуса, никакой надежды. Wenn Jesus nicht da ist, so gibt es auch keine Hoffnung. Вы можете придумать какие угодно своих богов. Ihr könnt euch irgendwelche Götter ausdenken. Вы можете думать, что будете спасти через какие-то хорошие дела или просто какие-то молитвы. Vielleicht könnt ihr denkt, errettet werde durch irgendwelche Gebete oder gute Werke. Но если там нет Иисуса, aber wenn Jesus nicht da anwesend ist, никакой надежды. So gibt es gar keine Hoffnung. Это как человек, который болеет последним раком, стадии рака. Das ist so, als ob Mensch einen Krebs hat und im Endstadium ist. И все врачи сказали, никакого шанса, ты через месяц умрешь. Und alle Ärzte sagen, du hast gar keine Chance, du wirst in einem Monat sterben. Никто и ничто тебе уже не поможет. Niemand und keiner kann dir mehr helfen. Это то, что происходит в духовном мире. Und das ist, was in der geistlichen Welt geschieht. Нету Иисуса. Jesus ist abwesend. Нету никакой надежды. So gibt es gar keine Hoffnung. Навеки будешь отлучен от Бога. So wirst du für Ewigkeit von Gott getrennt Бойтесь werden. Бойтесь этого, как ничего больше. Also fürchtet euch von diesem am meisten.
Бойтесь быть отлученным от Бога. Also fürchtet euch davor, von Gott getrennt zu sein. Вы все, что угодно можете бояться в этом мире. Ihr könnt von allen Angst haben. Но самое страшное это быть отлученным от Бога. Aber das Schlimmste ist, von Gott getrennt zu Если sein. Если Иисус ужасался и тосковал, знал, что на три дня только быть оставленным Отцом Небесным. Ja, Jesus hat es gegraut und er wusste, er wird nur für drei Tage von seinem Vater verlassen werden. То насколько мы сегодня должны дорожить нашим спасением. Und wie viel mehr müssen wir heute schätzen unsere Errettung. Das, was wir heute schon haben. Скажите, слава Богу. Und sagt, preist dem Herrn dafür. Halleluja, слава Иисусу. Preist dem Jesus И далее, dafür. Были безбожники в мире. Ihr wart gottlos in dieser Welt. Безбожники в мире, то есть без Бога. Das heißt, wir waren in dieser Welt einfach ohne Gott, gottlos. Никакого шанса, вечная погибель. Ja, und wiederum, gar keine Chance, ewige Verdammnis. И 13 стих. Und Vers 13. Слава Богу. Also preist Gott dafür. За 13 стих. Für diesen Vers 13. Слава Богу, в Иакова 2 глава тоже 13 стих там написано, und, что милость Божья превозносится над судом. Und Jakobus 2:13 steht auch geschrieben, dass die Gnade Gottes ist höher als das Gericht. Мы должны быть судимы за наши грехи. Wir sollten eigentlich verurteilt werden wegen unserer Sünde. То, что прошел Иисус Христос. Das, was Jesus durchgegangen ist, durchgemacht. Это мы должны через это пройти. Eigentlich müssen wir diesen Weg gehen. Потому что возмездие за грех смерть. Weil Lohn der Sünde ist der Tod. Punkt. Никакого помилования. Also gar keine Begnadigung. Грех это смерть. Also Sünde, das gleich Tod. Грех это вечная погибель. Also Sünde, das ist ewiges Verdammnis. А теперь во Христе, аллилуйя, слава Богу. Jetzt aber in Christus Jesus. А теперь во Христе Иисусе вы бывшие некогда далекие стали близки кровью Христовой. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden. Durch das Blut des Christus. Кровь Иисуса Христа. Das Blut von Jesus Christus. Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Вот что нужно сегодня для людей. Das ist das, was die Menschheit heute braucht. Кровь Иисуса очищает все грехи. Und das Blut von Jesus reinigt uns von allen Sünden. Кровь Иисуса Христа сегодня нас спасает, исцеляет, освобождает. Und das Blut Jesu Christi, das befreit uns, das heilt uns. Слава Богу за кровь Иисуса Христа. Also preist Gott dafür, für Blut seines Когда Sohnes. Когда израильский народ выходил из Египта, Als israelische Volk aus Ägypten auszog, Моисей он сказал, возьмите анса, маленького анса. Und Mose hat gesagt, nimmt ein Lamm, ein kleines Lamm. Сделайте что-то очень важное. Und macht etwas Wichtiges. Принесите его в жертву. Bringt ihn zum Opfer. И возьмите кровь этого анса, помажьте на косяках двери. Und nimm das Blut von diesem Lamm und streich die Pfosten vom Türen. Потому что смерть будет проходить. Weil der Tod wird vorbeigehen. И вы оставайтесь в доме этом. Und ihr bleibt aber in eure Häuser drinnen. Никто не выходи. Keiner soll hinausgehen. Пусть кровь из этого анса будет защищать вас. Und das Blut von diesem Lamm, das wird euch beschützen. И написано, что ангел смерти прошел по Египту. Und es steht geschrieben, der Todesengel ging durch das Ägypten. И он заходит в дом, там нету крови, приходит поражение. Und er kommt in das Haus, er sieht kein Blut und da geschieht eine Niederlage. Приходит к другому дому, есть кровь анса. Und so kommt zum anderen Haus und sieht das Blut des Lammes. И проходит мимо. Und geht vorbei. Если кровь анса в Старом Завете имела такую силу, wenn das Blut des Lammes im Alten Testament schon so eine Kraft gehabt hat, то как в Евреи написано, что тем более кровь Иисуса Христа. So steht Hebräer geschrieben, dann umso mehr das Blut von Jesus Christus. Очищает нас от всякого греха. Das reinigt uns von allen Sünden. Очищает нашу совесть. Das reinigt unser Gewissen. Петр говорит, что вы не золотом и серебром искуплены. Petrus sagt, ihr seid nicht durch Gold und Silber erlöst worden. Драгоценная кровь Иисуса Христа. Sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. А теперь во Христе Иисусе. Aber jetzt in Jesus Christus. Я. Ich. Бывший некогда далекий. Ich, der ich einst fern war von Gott. Я стал близким кровью Иисуса Христа. Ich bin nahe geworden, nahe gekommen zu Jesus Christus. Я это говорю для себя. Ich spreche das für mich aus. Ты можешь это сказать для себя. Du kannst es für dich aussprechen. Я омытый кровью Иисуса. Ich bin gereinigt durch das Blut Jesus Christus. И как дальше Павел говорит. Und wie weiter Paulus auch spricht. Мы уже не чужие. Wir sind nicht mehr Fremde. Мы уже граждане неба. Wir sind Himmelsbürger. Иисус Христос своей кровью на кресте. Jesus Christus durch sein Blut am Kreuz. Он разрушил эту преграду раз и навсегда, которая стояла между людьми. Er hat dieses Hindernis zerstört, was zwischen Gott und Menschen он stand. Он там висел между небом и землей. Und er hang zwischen Himmel und Erde. И своей великой жертвой. Und durch sein großes Opfer. Он примирил небеса с землей. Er hat versöhnt.
den Himmel mit der Erde. И теперь приходите каждый, Библия говорит, каждый придите к Богу. Und Bibel sagt, kommt jeder zu Gott. Не имеет значения, кто ты. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Не имеет значения твоя национальность. Egal welche Nationalität du bist. Не имеет значения твое прошлое. Auch deine Vergangenheit spielt keine Rolle. Иисус Христос своей кровью он спасет тебя и омоет тебя. Jesus Christus durch dein Blut, er wird dich erretten. Придите сегодня к Иисусу. Kommt heute zu Jesus. Придите сегодня к Голгофе. Kommt heute nach Golgatha. И скажите, Иисус, спасибо тебе за эту жертву. Und sagt, Jesus, danke für dieses Opfer. Слава Богу нашему. Also preis unserem Gott dafür. Gott sei Dank. Давайте встанем наши ноги помолимся. Lass uns aufstehen, Füße und beten.